So, jetzt ist aber Ruhe hier. Ja? Jetzt beruhigen wir uns mal wieder. Ja? Ansonsten. Ansonsten. Gibt's das da? So. Hat sich nicht beruhigt. Ich bin ein wandelndes Beruhigungsmittel. Oh, das wollte ich nicht, scheiße. Das kriegt der nur am Kopf da. Warum nehme ich immer die scheiß Pistole automatisch in die Hand? Das nervt ein bisschen. Ja, wir nerven diesen Pissern, aber wir müssen darauf. Ich kann es nicht ändern. So, da Jungs, Mädels, Arschlöcher und Arschlöcherinnen. Homos und Homorinnen. Sonstige und Sonstingen. Aua. Oh, hoppala. Mal ganz kurz hier. Hey, die halten aber schön aus, das muss man jetzt auch sagen. Schwache Gegner sind das jetzt auch nicht gerade. Komm, gib mal der erste Hilfe-Pack und tschüss. Das war dann der Arschloch. Ich wusste ja leben. Bleib liegen. Komm. Komm. Wir spielen ein bisschen Tritt den Kopf. Du bist der Kopftritter. Der Kopfgetretene, so. So, jetzt fressen wir. Jetzt saufen wir. Jetzt machen wir eine Orgie. Und weiter geht's. Es ist der kleine Terrorist, der sich in die Hosen pisst vor dem Bin Laden. So! Alter, geh mal nicht am... Au! Wichskind! So, ist jetzt Ruhe? So lästig. Oh, du gibst mir was. Sehr schön, Pistolenmuni. Sind wir dabei? So, was ist hier jetzt? Das ist verdächtig. Das sieht nach Militär aus, irgendwie. Oh, Sigi, Sigi. So, da. So schaut's aus, ihr Motherfuckers. Genau. Scheiß Motherfuckers. Das. Ach jo, mir geht's gut, kein Problem. Ich spiel mit deinen Idioten hier. Mach sie alle. Läuft so weit. Oh, da ist noch einer. Schön liegen bleiben. Sonst gibt's noch mehr Träte. Es tut immer mehr weh. So, wir müssen da rein. Werfen seine Arme, nehmen wir sie da nicht. Au, 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 au. Das war ein großer. Hey, die sind schon ein bisschen gefährlich, aber Babo macht es. Babo macht... Wow! Elektrisier mich nicht, du Arsch! Ich bin empfindlich. Man merkt, ich war da, ne? Oh, Fakt. Fakt nehmen wir mal. Was gibt's noch? Was ist das? Geld. Geld regiert die Spielewelt. Was ist denn das für ein Zeichen hier? Geofarm. Ja, das ist ja irgendeine linke Nummer mit denen hier. Da müssen wir ein bisschen... Oh! You'd better talk to Dr. West. Oh, Schreck mit uns. She's in charge here. You have to go through the locker rooms. The scientists here have started building barricades. Go. Look, see for yourselves. So. Ja, lass mich doch durch dann. Oder soll ich dahinter? Alles friedlich hier mal. Ja, das verbarrikadiert ist aber auch nicht umsonst. Okay, das sieht aus wie eine Base hier. Ich habe so das Gefühl, wir haben eine neue Base. Handle mit Joel. No, why not? Baseballschläge brauche ich nicht. Fackeln. Ah, nehmen wir mal. Talschrott können wir auch nehmen. Ich habe ja genug Geld. Ich kann mir ja wirklich jeden Scheiß hier kaufen. Jawohl, jetzt sehe ich erst recht, sieht man, für was man das braucht. Das ist super. Weil dann weiß ich nämlich, was ich alles kaufen muss, ne? Feuerwerks, die ist zwar grundsätzlich cool, aber naja. So, läuft. Ein Medipaket nur fürs Ego. Und jetzt verkaufen wir die Scheiße. Spitzhacke, tschüss. Spaten, nee, den brauche ich nur für eine Quest. Billigpistel, tschüss. Schräge Pistel, tschüss. Einfach alles tschüss hier.
Das brauchen wir alles nicht. Das ist alles der Scheiß von vorher. Sturmpistel, das ist meine, die behalten wir. Die ist nämlich nicht so schlecht. So, was haben wir nur? Kraftvolles Wirt. Deine Mama ist kraftvoll, Junge. Deine Mama! Deine Mutter! Oh, jetzt kommen die deine Mutterwitze. So, läuft. Ich glaube, ich habe alles. Deo-Bombe behalten wir auch. Ihn zu benutzen. Ich benutze doch niemand. So, warte mal. Da hinten ist so ein Tischl. Gib mal einen Keks. So, wir sollen... Was genau? Da rein. Ach, komm. Ja, durch die Tür. Klingt logisch, ne? Halt's mal. Halt's mal. Nimm deinen Apfel. Brauchst du ihn nicht mehr, oder? Das ist ein Wissenschaftslabor da. Na, dann machen wir mal ein bisschen was kaputt. I am the king, wenn du so blöd fragst. So, schau mal, was du da so alles hast. Nix. Reiche Wissenschaftler seid ihr nicht. Na schön, was ist los, Dr. West? Man hat mit Kane West? You see, our previous lab was firebombed by animal rights activists. But right now, we're dealing with a more immediate problem. The source of this bizarre infection. I'm sorry. Let me introduce myself. I'm Dr. Robert West. I've been examining the blood of several natives suffering from this infection, and it appears to be a virus of some kind. But it mutates so quickly it's impossible to classify. If you don't mind, I'll take a sample from each of you. In that case, please, line up. Excellent. Thank you. I should have some answers in a few hours. In the meantime, perhaps you could help out a bit here? Bitte, bitte, bitte. Okay, gib mir einfach Cash, dann sind wir Friends. Je mehr Cash, desto mehr Best Friends. Oh, was haben wir hier? Aufzeichnung? Das ist cool, das ist cool. Hören wir uns mal an. I will organize help for you in a moment. Ja, redet alle durcheinander. Was ist denn das hier im Game? Somehow I found the lab. A few of the guards thought I was infected. They almost fucking shot me. But they didn't. And thank God. And now I'm inside. I'm safe inside. But this complex, it isn't, it is not defensible. A group, however, is preparing to leave the lab for the island prison. It's designed to house the worst of the worst. So it's a fortress. If the infection hasn't spread inside, then it may be the last safe place. The last chance any of us have to survive this. Frank was trapped in the other part of the laboratory. You have to help him. So, was hat denn der Bob für uns Hübsches? Schauen wir mal, der Bob. Geiler Name. Bob. Yes. Thank you. Please hurry. Hätte Frank aus dem Teil des Labors... Och, das ist doch... Das machen wir auf jeden Fall. Ich krieg 6000 Punkte für den Scheiß. Wow. Das ist geil. Lurik. Ich weiß jetzt nicht, ob er hier ist, aber thanks für den Host, wenn du hier bist. Der gute alte Lurik. War heute schon mal da? Der Lurik, der mich übrigens sehr erinnert an den Meister Propper. Wenn er hier ist, weiß er schon, was ich meine. So, wir sollen hier entlang, aber ich möchte nur den anderen Auftrag hier. Nur mal annehmen, man muss ja nicht gleich alles machen, ne? Wo krieg ich ihn denn? Ah, hier. Handle mit Joe. Nee, warte mal, das ist nicht Blödsinn. Wo krieg ich den Auftrag? Hier? Im Abstellraum oder was? Wohl im Scheißhaus? Wollt ihr mich verarschen? Nee, das war ein Scherz, das ist nicht hier. Aber bei dir kriege ich ihn, okay.
Will, Lorek, moinsen, danke für den Host. But I'm sure you can handle it. Das frage ich mich auch, warum die da nur leben. So, Lorek, ich glaube, wie du hier warst, war ich nur am Strand. Jetzt sind wir im Dschungel. Und von der Schönheit, sage ich dir, so, hole eine neue Sicherung aus dem Lager. Ey, bin ich dein verdammter Hausmeister oder was? Aber okay, nehmen wir es an. Punkte sind Punkte. So, ich lasse ihn mal ausreden. Okay. So, ich muss euch mal was sagen. Ich gehe mal hier lang. Schaut euch mal dieses Gesicht an. Ich muss jetzt selber nachdenken über den Film. Ich weiß schon. Schaut euch mal das Gesicht an, ja? Ernsthaft, der sieht doch aus wie der rothaarige Typ mit den roten Haaren aus The Walking Dead, der ganz große da. Der was von der Army kommt, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Der ist riesengroß. Der sieht doch so aus wie der da. Oder zumindest ähnlich. Hm? Bisschen Hochfrisur vielleicht, ne? Aber sonst kommt der ihn schon ähnlich. Gut, den Bart müssen wir nur weg. Ich weiß leider nicht, wie er heißt jetzt, aber der sieht dem doch voll ähnlich. Voll der Muskelbacke. Trainiert der hier oder was? So. Also. Ja. Fuchsen. Feste Fuchsen. Alles klauen. Wir klauen immer. Eigentlich bin ich der professionelle Dieb hier, ne? Ich soll jetzt wirklich ins Lagerhaus gehen und eine Sicherung für dich holen. Naja, okay. Weil ich nett bin. Ja, bin ja ein netter Mensch. Also gehe ich jetzt ins Lager raus und hole eine Sicherung, weil du zu doof bist. Okay, der lebt nur. Was machen wir mit Leuten, die nur leben? Wir sorgen dafür, dass sie nicht mehr leben. Und zwar so drauf da. Genau, die Tussi sagt, dead and done. Abraham, genau, danke Shiro. Abraham, wer das ja... Wer kennt denn nicht Walking Dead von uns, ne? Der Abraham, der hat doch wirklich ähnlich geschaut. Mit dir habe ich nicht geredet, du bist ruhig. Ich sag's nicht zweimal, denn... Alter. Zieh dir mal was an überhaupt. Sieht aus wie so ein Urwald-Einwohner hier. Das geht gar nicht. Oh, das ist ein Dicker. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich wusste, er lebt noch. So, der macht jetzt einen Dirty Dancing. Oh nee, nicht der Specki hier. Oh. Der Fette ist so wieder. Ja, Gruppensex kuscheln oder was, ey? Alter, nee, du. Na komm her. Naja. Stirb jetzt. Sehr schön, danke fürs Sterben. Stirb. Oh nee, die Mücke, sie gibt... Oh, jetzt gibt mich die Mücke hier wieder. Jetzt, wo ich mitten im Fight bin, das passt mir natürlich. Finde ich toll. So, ich muss mal kurz... so, jetzt können wir weitermachen. Und da bin ich wieder. Junge, jetzt kannst du... So, da. Das sind Wissenschaftler, die verseucht sind. Also, oh, rote Kappe, sexy. Siehst du toll aus. Oh, geh weg von mir, Mann. Ah. Liegen bleiben. Jetzt hat er's. Manche brauchen länger. Oh Gott, gut, dass ich so viel Geld habe in diesem Heim. Oh, fette Sau. Achtung, fette Sau. Komm, mach mal einen Dirty Dance. Jawohl. Läuft. Ich wusste, er lebt. So. Jetzt nicht mehr jedenfalls. Was ist mit dir? Lebt auch noch? Zack. Drauf da. Oh, danke fürs erste Hilfe. Da hau mal lieber nicht drauf. Das habe ich schon mal gemacht. Habe mich davor hingestellt und dachte mir, oh, warum explodiert denn das jetzt? Ja, das machen die Doofen. GZ, ich gehöre dazu. Mach mal auf hier. Dankeschön. Wo soll er hin? Alter, der sagt mir, hol eine Sicherung und ich muss hier gegen 100 Feinde kämpfen. Sowas nennt sich ein Einser-Auftrag? Na, der legt sich ja auch, oder wette ich? Nee, ausnahmsweise nicht. No. Nicht mal einen Kopf haben, aber mir auf die Eier gehen. Der ist eingesperrt. Lass mal ihn drin oder festen? Ach, festen wir ihn. Ich lass keinen Zombie leben. So was machen wir. Ich bin nett zu Zombies. Ich erlöse sie.
Das ist eine Psychoklinik oder sowas, hä? Das ist doch nicht normal, dass die alle eingesperrt sind hier. Oh nee, das ist wieder so ein Boss! Fuck. Alter, einser Auftrag! Wollt ihr mich verarschen? Das ist ein scheiß Boss! Komm her, du. Ja, ja. Na, no, beruhigen wir uns wieder. So, machen Dirty Dance und halt die Fresse. Aber ich muss sagen, ich komme mit dem eigentlich ganz gut klar hier. Also so stressig ist er jetzt nicht. Liegt wahrscheinlich schon am Level. Guten Morgen! Nicht drüber stehen, wenn man ihn elektrisiert. Notiert. So, wir müssen... Ey, ich muss ja gar nicht hier lang... Oh, was mache ich denn hier überhaupt? Ich muss da runter. Ich war so fixiert auf Zombies töten, dass ich total falsch gelaufen bin. Das brauche ich nicht. Da müssen wir rein. Läuft! So? The Walking Dead, sag mal, da müsste doch jetzt langsam was weitergehen. Oktober, was ich weiß, oder? Oh, nö, 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 das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh, scheiße. Boah. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich bin unschuldig. Alter, hör auf mich zu hauen. Oh Gott. Da hat der Millie wieder mal ins Gras gebissen. Das ist der Rammer von Dying Light. Aber ganz ehrlich, mit dem Rammer von Dying Light komme ich besser zurecht, weil ich habe hier keinen scheiß Fuhrwagen, wo ich mich... Ja, retten kann sozusagen. Ne? Das wird mehr, du Mist geblieben. Wo bist du? Komm! Komm zu Daddy! Jetzt gibt's aber. Was mein Dirty Dance jetzt, Junge? Aber ganz dirty, bitte. Hör auf, mich zu schlagen! Oh, Scheiße. Wow, der stink ich, der stink ich! Ja, wenn man es übertreibt. Also, man soll nicht die ganze Zeit auf ihn drauf. Eigentlich weiß ich es ja. Also frage ich mich, warum mache ich es dann? So, jetzt bin ich aber richtig sauer, ehrlich gesagt. Weißt du was? Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.